Das war ein herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir schauen uns heute mal eine Halle an, die ist ziemlich cool, ist auch im Ausland und da fahren wir jetzt mal hin. So, wir sind jetzt in der Halle angekommen. Wie gesagt, ich helfe dem Sebastian ein bisschen, weil er jetzt zweimal mit mir eine Besichtigung gemacht hat. Und ja, da will ich mich ein bisschen revanchieren. Ich kenne nämlich auch schon relativ lange und ich denke, das ist dann schon ganz okay. Und ich kann euch gleichzeitig die Halle noch einmal zeigen. Ich werde euch ein bisschen später dann erzählen, warum ich sie nicht mieten werde oder nicht dort meine Werkstatt einrichten werde. Jetzt gehen wir aber erstmal zu ihm. Erster großer Vorteil wäre, hier wäre schon mal ein Bagger. Das hier ist die Halle. Sie ist wirklich so groß, wie sie aussieht. Ein so Karre hier ist 8x8 Meter in etwa. Das heißt 8, 16, 24 Meter mal 32, glaube ich, lang. Ziemlich brachial. Hier wäre eine Ecke gewesen, wo wir meine Werkstatt quasi eingerichtet hätten. Hätten aber erst eine Wand noch ziehen müssen und ein Dach drauf machen müssen, damit man es beheizen kann. Außerdem ist auf der Seite noch ein Anwohner. Es ist alles okay, weil das hier ist schon ein bisschen eine Arbeiterecke, aber da hätten wir halt was machen müssen, deswegen die Wand, damit der so die Kreissäge und so nicht so hört. Es ist halt auch hier, diese Posten sind etwa 6 Meter hoch und dann sind es nochmal in etwa 4 Meter, 5 Meter bis zur Spitze. Das schallt sich halt alles so ein bisschen hoch. Schau mal, guckt hier. Sebastian, was waren hier früher in der Halle drin? Es war eine Halle für Bahnreparatur von französischer Lokomotive und deutscher. Okay. Die habt ihr schon verkleinert, ne? Die war mal ein bisschen größer, ja. Die ging noch dahin raus und dann gab es so ein Glas-Rondell, sag ich mal. Ja. Wo die Lokomotive gedreht wurde, wenn sie dann drin gefahren ist, das wird betreten, dann ist auf der anderen Seite nochmal rausgefahren. Ja, was denke ich, wie hoch ist die Decke hier komplett in der Spitze? Also bis zu der Poste müsste, glaube ich, 6 Meter sind, dann auf nochmal 4 Meter. Ja. Was, für was benutzt du die halt? Das ist ja Holzlager. Das ist halt schon ein luxuriöses Holzlager, ne? Maschine, ne? Ja. Man kann halt, momentan wird es nicht viel genutzt, aber normal könnte man dort die Stufe nutzen, dass man mal unterm LKW schaffen kann. Stimmt, ja. LKW kommt man ja auch gut drin, weil die Tore so groß sind. Ja. Es ist halt im Moment mein Anliegen, die ein bisschen mehr zu nutzen und ja, öfter was hier drin zu machen. Schreibt doch mal in die Kommentare, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, was man hier in der Halle machen kann. Also ich glaube, du bist offen für alles. Fast alles. Ja, mir hatte schon mal überlegt, ob man eine Kartbahn hier drin macht. Die Kartbahn? Ja, geil. Das ist halt echt geil, ne? Vor allem, das hört schon wirklich an wie in der Busener Kartbahn, weil die so hoch ist. Muss nur deinem Nachbarn muss immer Freitickets ja, geben, weil das wäre ein leichtes Problem. Die Bandsäge und die Hobelmaschine habt ihr die hier früher benutzt? Ne. Also die steht eigentlich seit... Immer. Seit immer steht die dahinter. Ja. Was ist da hinten die blaue Maschine? Das ist... eine Wickelmaschine, kann man, also der Tisch dreht sich und dann kommt so Stretchfolie, wie hier. Ah, also quasi für Schalten. Und dann kann man so Palette wickeln, damit die nicht umfallen. Ja. Das
ist eigentlich das, was da gemacht worden ist. Und die Absack, das da hinten, das Grüne, das ist die Absackanlage, mit der kann man halt eben das Produkt in Säcke packen. Ah, okay. Gehen die Säcke dann automatisch um Festgehalt oder steht dann einer, wo die Säcke quasi festhalten? Nee, das man schmeißt auch in das grüne Teil das Material, dann läuft es runter auf dem Förderband. Dann läuft es vom Förderband in den Sack. Ach, aber kleine Säcke, ne? Keine Big Packs. Nee, 25 Kilo Säcke. Ah, okay. Oder 20 Kilo Säcke. Gut, also wahrscheinlich für so Streugut. Also da hin. Da lang, hier in den Sack oder in den Eimer. Dann fahrst du es weiter, dann hängt hier das Schweißgerät, schweißt du zu, fahrst es weiter. Und dann kommt es auf den Förderband und dann geht es auf die Palette. Ja. Und vielleicht kommt da manchmal hinten so eine Holzladung dann raus. Ja. Was habt ihr denn in dem Container gemacht? Da wurde früher nur Dekoglas. Ach, Dekoglas? Dekoglas produziert und gefärbt. Also Glasbläserei quasi? Nee, so Split. So. Ich hab mal einen Elefant. Hier nichts mehr. Schöner Roller hast du stehen. Ist die Stockwinde hier noch gesehen? Ja. Wenn du dann beim LKW, wo das Getriebe ausbauen willst, kannst du hier mit Leichtigkeit das ein wenig hochdrücken. Hier ist noch eine Videowand, der LED-Leinwand. Macht doch Autokino hier, also dicke. 8 Quadratmeter groß. Was wird da drauf geschaut? Jetzt im Ernst, habt ihr die aufgebaut? Die war aufgebaut, ja. Okay, bei euch im Garten dann? Ja, nee. Das ist die Industrielle, die hat schon irgendwo gestanden und Werbung gezeigt. Aber die ist veraltet eigentlich. Okay. Beziehungsweise brauchen wir für so auf die Stelle extra Genehmigungen. Wir haben hier jetzt die Gitterboxen hingestellt. Wie viel Holz bekommt ihr noch? 20 Kubikmeter. Stimmt, ihr habt Holzheizung im Haus, ne? Ja, geschnitten und gespalten und dann kann man die hier schön hinkippen. Ist auch trocken schon, ne? Trocken. Und dann kann man die in die Boxen verfüllen und dann wird's verheizt. Und ihr könnt auch die Boxen quasi direkt an den Ofen dran fahren, mit, ja. Mit dem Kubota oder was ist das? Iper. Liebherr. Ach so, ich habe verstanden, Iper, französisch ist das vielleicht. Und ich sag mal, das macht ja auch immer mehr Spaß, wenn man dann eine Maschine hat. Wie jetzt, wenn man es echt komplett von Hand machen muss. Von Hand brauchst du gar nicht anfangen. Oh ja. Gut, die da Holzstapel, die habt dafür immer noch Längsschnitt und dann noch. Ja, das ging dann alles nachher. Muss halt auch abladen, dann hierher bringen und dann kleinschneiden. Das sind 3 Kubikmeter ungefähr in einem Bündel. Dann nochmal aufheben, alles von Hand und dann in Palette setzen, damit es nicht. Merkst du halt oben, ne? Also, wenn ihr Vorschläge habt, was man hier drin machen kann. Kartmann. Ich fände ja cool, so eine Schaukel. Machst du auch am Dreh? Gut, vielleicht nicht an denen, weil ich schlafe denen. Der heilt dann nicht so lang. Muss so Ausschlusserklärung ausholen, dass die Leute drauf schauen gehen. Nee, Überlegung wäre eigentlich, was ich gedacht habe. Man macht einfach Wohnhäuser draus. Irgendwann. Ja. Stück für Stück umbauen. Ich glaube, das schaukelt sich hier schon hoch, wenn die hier mal schon angemacht hättest. Hallo? Ja. Komm, ich zeig den Leuten noch einmal die Bandsäge, die Gestellsäge und die Stockwinde. Vielleicht bei Domus, bei der Umbaumaßnahme. Weißt du, was so geil wäre? Wenn du da ein Moped hin an der. Mal anmachen. Machst du mal an. Vom Holle Moped, mach hier eine Riemen um die Felge. Ja, da ist der Motor dazu. Ah, ist das der Motor dazu? Ja. Dann machen wir jetzt einfach mal Stromaggregat her. Spanne doch mal. Ein paar Kondome drum. Also voll funktionsfähig, wer die kaufen möchte, bitte melden unter der 0190 dreimal die 6. Guck mal, zeigen noch die Stockwinde. Ja, die finde ich echt cool. Also. Ich werde mit dir ein Museum aufgeben. Das wird bestimmt gefallen. Also. Machen wir so. Ja. Und ich mach so. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wenn ihr wisst oder denkt, wie alt so ein Teil ist. Nennt man das Gestellsäge? Ich weiß gar nicht. Das nennt man Degret. Degret. Degret schläft nie. Mach mal an. Dreh mal. Das war wahrscheinlich, da hat jemand dann noch das letzte Stück inspannen wollte.
und hat es von der Seite hingeschoben und wird dagegen und dann, scheiße. Kannst du das in die Kühlstelle und dann schneidest du mal dein Brot dort mit. Ja. Nicht dein Brot drin. Bisschen Nutella oder Honig. Das wäre doch mal geil. Mach hier auf. Nicht dein Brot drin. Schneid dein Brot. Machst du Honig. Fertig. Oh, leck. Das Geile ist hier, eigentlich sind die ja cool, aber es dauert brutal lang, weil ich da welche Teeträger mitschneide. Ja, da kann ich anmachen und dann kann ich erstmal Mittagspause machen. Jo. Brutal. Brutale Sache. Sebastian, konnte ich mich irgendwie rangieren für die ganzen Touren, die du mir hier gegeben hast? Ja. Das ist doch schön. Mal schön aufgeräumt. Das ist doch schon viel wert. Ja. Und dann können wir bald Tee an und dann Kratzkragen und dann halt ja. Mal im nächsten Video hier durch. Die nächste sinnvolle Sache wäre eigentlich, wenn man jetzt auf eBay Kleinanzeigen geht und noch mehr Zeug kauft, dass man das nochmal befüllen kann. Ja. Stimmt, man hat jetzt zu viel Platz. Muss nochmal voll gehen, oder? Ja, muss nochmal voll gehen. Das soll es für das heutige Video gewesen sein. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Genau. Und schreibt gerne mal rein, was man hier aus der Halle machen kann. Jetzt habe ich es zum dritten Mal gesagt. Ja. Das soll es für heute gewesen sein. Gute Tipps noch was sagen? Immer. Ne, gute Tipps. Hängematte drinhängen, Shisha-Kaffee machen. Stimmt, ja. Und dann, ich schätze, sagen wir mal anfangen, dann machen wir das. Taubehaus. Taubehaus. Ja. Gut, warst du schon für Mitbewohner? Taube oder für Taube? Taube. So, das soll es für heute gewesen sein. Bye, bye. Tschüss.